Kennen Sie Carlsson vom Dach? In Wehr lernen Sie fliegen, wie er es getan hat. Einfach mit einem Propeller auf dem Rücken und los geht's. Innerhalb circa einer Woche haben Rolf Scherer und weitere Flugbegeisterte ihren Flugunterricht bei der Flugschule MGS Südschwarzwald in Wehr absolviert und ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Die Teilnehmer kommen aus weiter Entfernung. Während Rolf aus Bad Mergentheim angereist ist, kommen die anderen Flugschüler aus Erlangen und anderen Städten. Rolf ist auch Jäger und mit etwas Glück bläst er vielleicht bald aus der Luft den Marsch mit seinem Jagdhorn. Also ich bin der Rolf Scherer, mache hier Flugunterricht bei der MGS Flugschule. War jetzt die ganze Woche da, von Sonntag bis heute. Heute machen wir Prüfung. Erst haben wir Theorie gemacht, heute Mittag, und jetzt machen wir die praktische. Darauf haben wir die ganze Woche hingearbeitet. Und Theorie hat schon mal geklappt, das weiß man schon mal. Und das Praktische werden wir dann in 5 bis 10 Minuten sehen. Wie fühlt sich das so an, wenn man in der Luft so schwebt? Das ist einfach mega geil. Dritte Dimension. Gibt nichts Geileres, wie da oben zu sein. Man will eigentlich gar nicht mehr runter. Frei wie ein Vogel. Wenn Sie dann den Schein haben, was haben Sie dann vor, mal ins Ausland zu gehen? Erzählen Sie mal. Wir haben gestern einen Schweizer da gehabt. Der Christian, ganz netter Kerl, fliegt schon seit 10, 15 Jahren. Ja. War schon gefragt worden, was er hier macht. Dann hat er gesagt, ein Flügli machen. Fand das immer so geil. Und genau das mache ich dann auch, wenn ich eine Prüfung habe. Ein Flügli machen. In andere Länder kann man eigentlich so gut wie starten, wo man gerade Lust hat, auf welcher Wiese. Hier in Deutschland nur auf sogenannten Lande- und Startplätzen. Genau, richtig. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht, die ganze Geschichte. Ja. Das ganze Gerät, das sieht ja nach viel Technik und Schnürle aus. Ein bisschen Infos über die Technik. Technik ist ganz einfach. Heißt ein Motor, Propeller hinten dran, wie die Carlsson vom Dach. Und wenn der richtig Gas gibt und Power gibt, dann hebt der Gleitschirm. Das ist ein 26er Schirm, dementsprechend die projizierte Fläche. Ich bin ein bisschen schwerer, der Motor ist nicht ganz so stark. Und dann geht es halt ab in die Luft.